Absolut. Auch zu Recht, absolut zu Recht. Morisi Kvitelashvili, Bronzemedaillengewinner der letzten Europameisterschaften. Trainiert in Moskau bei der Star-Trainerin derzeit im Bereich der Damen, Eteri Tutberidze. Gute Saison bis jetzt für ihn, schon Bestleistung gelaufen. Ja, das ist jetzt genau der Kontrast, den wir vorher zusammen darüber geredet haben. Claudia, er kommt technisch an die Russen vorher, aber künstlerisch verglichen mit dem Dennis, der vorher gelaufen ist, ist es halt schon etwas ganz anderes. Welten, ja, Welten. Aber, sehen wir es positiv, es ist für jeden Geschmack was dabei. Das ist es. Die Frage ist einfach, eben, wie will man es werten, beziehungsweise im Moment steht es fest, es gibt aber Diskussionen, wie man es in der Zukunft machen will, nach den Olympischen Spielen. Ob man wieder ein bisschen Richtung zwei ganz verschiedene Programme gehen will, das eine vielleicht ohne Sprünge, verschiedene Wettkampfteile. Also es wäre wünschenswert für die Athleten, denen es nicht gegeben ist, vierfach zu springen, genauso wie eben denen zu gönnen ist, die keine große künstlerische Ader haben, wie eben ein Vasiljev mit Sprüngen glänzen zu können. Ich denke, was halt ein Problem ist, ist wirklich der Unterschied zwischen Kurzprogramm und Kür ist eigentlich nicht mehr da. Also es sind zwei Programme, die das Gleiche wichtig ist und fast gleich bewertet werden. Und wenn, halt, wenn man nicht zufrieden ist mit dieser Formel, wie die bewertet werden, dann müsste man die wirklich wieder komplett auseinandernehmen. Und wir sind sicher gespannt, wie die Diskussionen gehen und wie in der Zukunft in diesem Sport auszählt. Also es wird sicherlich wieder auch nach den Olympischen Spielen jede Menge Änderungen geben und Versuche, Dinge anzupassen. Es ist ja gut, dass man im Laufe der Zeit versucht, das noch mehr also fein zu tunen, das System, um gerechter oder so gerecht wie möglich zu werden.
Aber es macht es natürlich auch unfassbar komplex und kompliziert. Zum einen zum Ausüben, zum Trainieren, zum anderen zum Verstehen beim Gucken. Also als Zuschauer hat man fast schon keine Möglichkeit mehr, dem Ganzen zu folgen im Detail. Es macht es sehr komplex und eben auch, weil es halt jedes Jahr Änderungen gibt. Aber das ist ein neues Wertungssystem und 2006 ist eingeführt worden, aber wirklich komplett anders als das 6,0-System von früher. Und es braucht halt einfach Verbesserungen. The scores, please. Also, wohin haben die Höchstschwierigkeiten, die er gezeigt hat, Morisi Kvitelashvili gebracht? 92,76 Punkte.